Danke für die freundliche Einführung. Ich freue mich auf den Vortrag. Es ist so eine Zusammenfassung meiner Forschungsarbeit der letzten 5 Jahre intensiv und vielleicht meines Botanikerlebens insgesamt. Ein bisschen falsch ist es, ich bin nicht mehr Leiter des Botanischen Gartens, ich bin Pensionist und warte auf die Bestellung meines Nachfolgers, die nächste Zeit ansteht. Ich bin aber noch über einen Dienstvertrag mit der TU verbunden und insofern ist das so eine ganz merkwürdige halbe Stellung. Ja, Shakespeares Heilpflanzen- und Giftpflanzenuniversum und das, was so quer rüber als Disclaimer steht, ich spreche also von einer realen Person. Wenn Sie mit Shakespeare-Leuten zusammen sind, kriegen Sie sofort eins auf die Mütze von den sogenannten Oxfordianern, die also den Dorftrottel aus Stratford für viel zu blöde, tump, ungebildet halten, solche Werke hervorgebracht zu haben. Und die präsentieren ihnen etwa 15 mögliche andere Autoren. Ich rede also von dem Autor aus Stratford. Das zweite Bild, was Sie hier drauf sehen, das ist ein Teil der Pflanzen aus Romeo und Julia, nicht mal alles. Und zwar sind das alles Pflanzen, die nicht nur beiläufig erwähnt werden, sondern die eine tragende Funktion da drin haben, teilweise als Objekte, teilweise als Wortkulisse und teilweise auch, das Messer soll es andeuten, für ein bisschen giftige Dinge. Das ist der Autor aus Stratford. Wir wissen über ihn für seine Zeit. Wir müssen jetzt 400 Jahre zurückgehen, 430, 40 Jahre zurückgehen, doch eine ganze Menge. Wir haben sogar eine längere Manuskriptseite. Das Bild in der Mitte zeigt ein Manuskript aus einem Stück, das nie aufgeführt worden ist, Thomas Morus. Eine sehr beeindruckende Geschichte. Es gibt eine Rede gegen Fremdenfeindlichkeit in Thomas Morus. Und die ist also gesprochen worden von Ian McKellen, sehr beeindruckenderweise. Wenn Sie also im Internet suchen, Thomas Morus, Shakespeare, Ian McKellen, haben Sie auch diese Rede. Ein authentisches Bild ist ein bisschen unsicher. Authentisch ist auf jeden Fall der Metzgermeister links oben. Das ist nämlich seine Grabbüste. Die ist kurz nach seinem Tod entstanden. Und ein ätherischer Autor stellen wir uns ein bisschen anders vor wie diesen Herrn, der sein Leben als wohlhabender, reicher Bürger von Stratford beschlossen hat und eben nicht als flippiger Theaterautor in der Stadt. Zugrunde liegt dieser berühmte Bild aus der First Folio, aus der ersten Ausgabe von Shakespeares Werken, liegt wohl diese Grabbüste zugrunde. Dann gibt es noch mehrere Porträts, die alle erst später belegt sind, aber aus Shakespeares Lebenszeit stammen, von der künstlerischen Bearbeitung, aber von denen wissen wir nicht ganz genau, ob es Shakespeare tatsächlich ist. Und dann gibt es noch eine ominöse Totenmaske, die also bei uns in der Universitäts- und Landesbibliothek aufbewahrt wird, die allerdings auch erst lange nach seinem Tod auftaucht und man ist absolut nicht sicher, ob das Shakespeare tatsächlich auch ist. Seine Werke kennen wir aus der berühmten First Folio. Folio, großes Format, deshalb heißt die so, die erste Auflage, und die hat ein Konkurrent von ihm besorgt. Ben Jonson, der war also auch Theaterautor und der hat also die First Folio zusammenstellen lassen. Da wurden dann bei den Verlagen die Rechte zusammengekauft. Es wurde nach Fortschritt gedruckt. Insofern stimmt das Inhaltsverzeichnis nicht. Aus irgendeinem Grund ist Troilus und Cressida da reingekommen und da war das Inhaltsverzeichnis schon gedruckt und deshalb steht es da nicht drauf. Sie sehen, die Buchdruckerei vor 400 Jahren lief doch ein bisschen anders wie heute und in diesem To the Reader schreibt Jonson, dass das Porträt da vorne drauf nicht ganz dem Autor entsprechen würde. Man soll lieber seine Werke lesen, da hätte man mehr davon und das kann ich also aus meiner Sicht nur bestätigen. Etwa 750 Exemplare, 230, 40 sind erhalten. Vor ein paar Jahren ist in England wieder eins aufgetaucht und der reichste Bestand ist bei Folger in Washington. Das war ein amerikanischer Gönner und sehr reicher Mann. Der hat also First Folios zusammengekauft und das ist eine wunderschöne Sammlung von Abbildungen, von Texten, von Büchern aus dieser Zeit. Also wenn Sie mal auf der Internetseite von Folger unterwegs sind, es ist ganz toll, was die zusammengestellt haben.
die Pflanzen bei Shakespeare. Also es sind etwa 140, 150 Arten, wobei wir bei Arten ein bisschen vorsichtig sein müssen. Wir haben ja auch bei uns eine Gattungsbotanik, also keiner, fast niemand in Deutschland kennt die etwa 300 Löwenzahnarten auseinander. Also da reden wir vom Löwenzahn und meinen vielleicht 250, 300 verschiedene, wenn wir vielleicht zwei oder drei unterscheiden können. Und bei der Eibe ist es eine, weil es bei uns nur eine Eibe gibt. Also dieses Arten ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Andererseits hat Shakespeare Botaniker dazu inspiriert, Arten oder Gattungen nach seinen Charakteren zu benennen. So gibt es eine Gattung Oberonia. Es gibt sogar eine Art Oberonia Titania. Wer den Sommernachtstraum kennt, weiß, dass der Feenfürst Oberonia sich mit seiner Gattin Titania übel streitet und am Schluss in einer bisschen merkwürdigen Hochzeit oder Wiedervereinigung sich wieder zusammentut. Man weiß bei Shakespeares Hochzeiten nie so ganz, wie lange sie halten. Und auch bei Oberonia und Titania, bei Oberon und bei Titania ist es auch so ein bisschen windig. Dann gibt es die Gattung Prospero, das ist der Zauberer, der Magus aus dem Sturm. Und einer der ganz dezidiert Shakespeare-Gattungen ist Kalibanus. Da haben wir wahrscheinlich das älteste Exemplar weltweit in Kultur. Kalibanus aus dem Grenzgebiet Mexiko, USA. Unser Exemplar ist etwa 120 Jahre alt und es gibt wahrscheinlich kein älteres. Der Kaliban war ein wilder, ungebändigter Sklave im Sturm und in der Artbeschreibung, genau wie bei Oberon oder Oberonia, verweisen die botanischen Autoren dezidiert auf Shakespeare. Ich muss ein bisschen was zum botanischen Wissen der Zeit erzählen, beziehungsweise zu einem botanischen Autor. Das ist John Gerard, ein Autor eines Pflanzenbuchs, eines Herbals. Das waren also Bücher, die so ein bisschen zwischen Botanik und Pharmakologie schwanken und Gartenkunst. Und diese Kräuterbücher aus unserer deutschen Tradition, kennen Sie vielleicht das Kräuterbuch von Leonhard Fuchs. Das sind also die botanischen Referenzwerke der Zeit. Und der Gerard hat 1597 ein sehr, sehr teures Kräuterbuch verfasst, abgekupfert. Das war damals auch gar nicht so ehrenrührig wie heute in Zeiten von gefakten Promotionen. Aber er hat schon ein bisschen übertrieben und er hat also ein Kräuterbuch von etwa 1300 Seiten verfasst. Interessanterweise sind die Holzschnitte, da kommen auch ein paar in meinem Vortrag, auf der Buchmesse in Frankfurt gekauft oder ausgeliehen worden. Die stammen nämlich aus dem deutschen Kräuterbuch und dem englischen Verleger war das zu teuer. Und er hat auf der Frankfurter Buchmesse Anfang der 1590er Jahre diese Holzschnitte erstmal geliehen. Ob er sie zurückgegeben hat, das wissen wir nicht. Und dieser Gerard war schon stolz, ein bisschen eitel wahrscheinlich, aber auch ein Theatergänger. Er schreibt nämlich, dass er beim Gang vom Theater einen ihm unbekannten gefüllten Hahnenfuß gefunden hat. Und er war auch Nachbar von Shakespeare für einige Jahre. Die wohnten einen Steinwurf voneinander entfernt. Und dieser Gerard hat also die erste Abbildung der Kartoffel in der europäischen Literatur geliefert. Sie sehen den Pfeil auf dem Porträt von dem Gerard, der zeigt auf die Kartoffelblüte, nicht auf die Knolle. Die war damals ernährungsmäßig unbedeutend. Das war höchstens Symbol. Knollen sind immer Symbol für Hoden, für männliche Potenz. Und so wird sie auch von Falstaff verwendet. Der lässt die Kartoffel regnen, wenn er sich mit ihm verabredeten Frau im Wald treffen will. Es gab da vor ein paar Jahren eine Diskussion, ob vielleicht sogar Shakespeare da abgebildet ist auf dieser Frontseite dieses Erbels. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich eine der ganz wichtigen Quellen der Medizin der damaligen Zeit, der römische Militärarzt des ersten Jahrhunderts unserer Zeit, Dioskorides. Das Zweite, was ich erwähnen will, dass der Gerard war Gildemeister der Barbersörtchens.
Die Barber Surgeons, das war eine neu gegründete Gilde, 1540 neu gegründet. Shakespeare ist ja 1564 geboren. Von ja, Halb- oder Ärzten, Chirurgen. Der Arzt in dieser Zeit, der durfte kein Blut vergießen. Die Medizin fundierte auf der Humoralpathologie, der Säftelehre, der Temperamentenlehre. Der Arzt hat den Urin und begutachtet, hat den Leuten den Puls gefühlt. Aber wenn es dann wirklich ernst wurde, dann wurden die Barber-Surgeons geholt. Die hatten eine sehr fundierte Ausbildung, eine lange handwerkliche Ausbildung. Das waren gute Leute, die also viel gefragt waren als Ärzte beim Heer oder als Ärzte auf der Seefahrt, wo immer schlimme Verletzungen passiert sind. Und die konkurrierten ein bisschen mit den Ärzten natürlich. Und der Gerard war Gildemeister dieser Barber-Surgeons. Ganz kurz nur Exkurs zu den Londoner Theatern, zur Theaterszene. Sie kennen bestimmt alle das Globe, das Wiedererbaute, das auf der Südseite der Themse. Das erste Theater, wo Shakespeares Stücke gespielt worden sind und wo er wahrscheinlich selbst auf der Bühne steht, ist auf der Nordseite der Stadt. Das hieß einfach The Theatre und auch noch geschrieben Theater. Da ist das R und das E noch nicht vertauscht gewesen. Sie sehen, das ist außerhalb der Stadtmauern, die hier grün markiert sind. Die Theater waren Vergnügungseinrichtungen, das war eine raue Geschichte. Die waren umgrenzt von Bordellen, von Bärhatz-Arenen, wo Bären zu Tode gebracht worden sind, wo Hundekämpfe stattfanden. Und das war innerhalb der Stadt verboten. Immer wieder die Konflikte zwischen dem puritanisch angehauchten Stadtregiment und den Schauspielern, den Theatern, den Vergnügungsunternehmen. Und später zog dann das Globe, das Theater zog um. Die haben das einfach abgebaut, das ganze Holz, da gab es einen Rechtsstreit, haben den an der Themse gelagert und am nächsten Jahr mit dem Holz des alten Theaters das neue Globe aufgebaut, das allerdings zu Shakespeares Lebzeiten abgebrannt ist. Dann hat er sich aus dem Theater zurückgezogen, hat seine Shares verkauft und ist nach Stratford gegangen. Wie sah das Theater aus? Sie dürfen nicht böse sein, dass ich da aushole, denn die Pflanzenverwendung hat was mit dem Theater zu tun. Das ist das einzige Bild, was wir vom Theater haben, von 1596. Und Sie sehen, die Bühne ist völlig leer. Auf der Bühne gab es vielleicht einen Thron, es gab vielleicht ein Bett, es gab jemand, der ein Schild hochgehalten hat, es ist Nacht. Sie müssen mal aufmerksam Macbeth hören, wie oft Shakespeare da die Kreuzchen schreien lässt, den Mond beschwört, die Sterne am Himmel stehen lässt. Es wurde mittags gespielt, zum Einbruch der Dunkelheit mussten die Leute aus dem Theater raus sein, sodass also die Kulissen im Kopf der Zuschauer erzeugt werden mussten. Wir sprechen da von Wortkulissen. Und für Wortkulissen sind natürlich Pflanzen extrem wichtig. In Titus Andronicus wird ein erotisch anregender Wald geschildert, als dann die Dame das Liebesstündchen mit dem Aaron, das war eine schwarze Figur, verweigert. Das ist das einzige Bild einer Aufführung aus dieser Zeit, das auf uns gekommen ist. Kippt der Wald plötzlich, Sie können es lesen, die Vögel jubilieren, die Schlange rollt sich im Sonnenglanz und plötzlich der gleiche Wald von der gleichen Person geschildert. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie in unseren Ohren die Filmmusik in so einem Tatort, wo plötzlich jeder weiß, gleich passiert was Schlimmes, wird angedeutet ein scheußlich ödes Tal, die Bäume dürr und kahl, selbst jetzt im Sommer, von Moos und Misteln würgend überwachsen. Und da geht's dann los. Dann wird ein Mann umgebracht, seine Frau wird auf seiner Leiche vergewaltigt, der Frau werden die Hände abgehackt und die Zunge rausgeschnitten. Das klingt jetzt alles sehr brutal, aber das ist ein Vorbild, das Shakespeare aus den Metamorphosen des Ovid übernommen hat. Da passiert nämlich das Gleiche. Nicht ganz das Gleiche, die Hände werden da nicht abgehackt. Das fügt Shakespeare hinzu. Da kann als Opfer also nicht mal aufschreiben, was ihr passiert ist. Und dann sehen Sie hier unten zwei dieser Holzschnitte aus dem Gerard. Und wenn Sie genau aufpassen, unten rechts steht da noch ein Totenkopf drauf. Da hat man für die erste Auflage des Buches nicht mal die deutschen, aus dem Druckstock die deutschen Buchstaben rausgestanzt, sondern hat sie stehen lassen.
Heilpflanzen, Heil- und Giftpflanzen bei Romeo und Julia. Ich glaube, da muss ich gar nichts dazufügen. Bei Romeo und Julia ist eine Szene, dass ein Mönch morgens die Pflanzen sammelt, zu dem später der Romeo dazugehört. Sie würden sich vielleicht wundern, dass diese jungen Darsteller, die Julia war 14. Das wird genau gesagt. Also das waren offenbar sehr junge Leute, die da zugange waren. Romeo war auch wahrscheinlich nicht viel älter. Und der Bruder Lorenzo, es ist einer der, Ärzte, Halbärzte, ein heilkundiger Mönch auf jeden Fall, der sammelt seine Heilpflanzen und er sinniert über die Wirksamkeit der Pflanzen, die an Werten reich sind, die aber auch bei Missbrauch genau ins Gegenteil verfallen. Wie lasterliche Wirken oftmals adelt, die zarten Fasern hier im Blumenschaft bewohnt ein Gift und eine Heilungskraft. Riecht man daran, erfolgt ein Kraftgewinn. Isst man davon, stockt uns das Herz, Geist und Sinn. Zwei Könige führen immer Krieg und Streit in Menschen, Kraut, in Mensch und Kraut, Güte und Grausamkeit. Und Sie sehen, das ist im Grunde genommen das, die Dosis macht es. Und das ist auch das, was bei uns heute in der Medizin bei vielen Arzneimitteln immer noch gilt. Die Dosis macht es und in einer geringen Dosierung kann es helfen und in einer hohen Dosierung kann es sehr schaden. Und natürlich Giftpflanzen. Bei Shakespeare sterben sehr, sehr viele Leute auf der Bühne. Es gibt Stücke, da sind 70-80% der Hauptpersonen hinterher tot. Zum Beispiel bei Lear, da überlebt ja fast niemand der anfangs wichtigen Personen. Meistens werden sie erschlagen, sie fallen in Kämpfen, sie werden hingerichtet oder sie werden heimlich im Gefängnis umgebracht. Also da ist ein ganzer Kosmos von Toten, die da geschildert werden. Es sind aber auch Giftmorde, ausgesprochene Giftmorde dabei und in Hamlet sind es gleich 5. Hamlets Vater, Hamlets Mutter, Hamlet selbst, Laertes, Claudius. Also Hamlets Vater bekommt ins Ohr geträufelt, Gertrude trinkt einen Giftbecher, den Claudius präpariert hat für Hamlet. Hamlet wird mit dem vergifteten Schwert verletzt, Laertes wird mit dem vergifteten Schwert verletzt und am Schluss muss Claudius mit dem Schwert im Rücken auch noch diesen Giftbecher trinken. Also die Hauptpersonen sind alle tot. Ein Vorkostermönch und sein Opfer sterben sehr spektakulär in King John. Die Lady Macbeth verübt Suizid, vielleicht mit Pflanzengift, das wissen wir nicht. In König Lear wird Regan vergiftet. Ich traue keiner Medizin mehr, die man mir überreicht. Und es wird gewarnt von Giften, die so schnell wirken wie Eisenhut. Wer von Ihnen Harry Potter gelesen hat, weiß das vielleicht noch. Eine der ganz wichtigen Gifte in Harry Potter ist Aconite. Und dass das giftig ist, das wusste sogar schon Shakespeare, ist eine der giftigsten Pflanzen in der europäischen Vegetation. Und wer sich ein bisschen kundig machen will, dem kann das Buch Death by Shakespeare wärmstens empfohlen werden. Es ist aber nicht nur so, dass Shakespeare mit Giftpflanzen spektakuläre solistische Einlagen der Schauspieler ermöglicht. Man nimmt also an, dass Kämpfe waren wichtig. Die Schauspieler wurden im Fechtkunst ausgebildet. Die müssen sehr spektakulär gewesen sein. Aber auch stellen Sie sich vor, ein Giftmord. Der König John, der isst dieses Gift und er schildert über 2 Seiten im Text, wie sein Magen sich ihm zerreißt, wie das wehtut, wie das schmerzt, wie er fast verdurstet. Und das ist ein tolles Solo für einen guten Schauspieler. Also diese Giftmorde waren sicherlich auch als solistische Einlagen für besonders gute Schauspieler gedacht. Es gibt aber auch Gift sogar als biologisch oder chemische Waffe. Ein ganz bekanntes, heute völlig verschwundenes, auf den roten Listen geführtes Getreideunkraut ist der Lolch. Sein Gras, das so ein bisschen aussieht wie Weizen, das ist auch liegt dem Gleichnis von dem Unkraut im Weizen in der Bibel zugrunde. In den alten Übersetzungen steht noch Lolch, in den neuen steht nur noch Unkraut, was völlig unverständlich ist. Dieser Lolch enthält in seinen Samen also Alkaloide, die dem Mutterkornalkaloid ähnlich sind, die zu Schwindel, Erbrechen, Halluzinationen führen und mit einer Ladung vergifteten Weizens vergiftet
die Jungfrau von Orléans bei einer Belagerung die Engländer in Rouen und redet dann nachher den englischen Feldherrn an, wir sind in der Zeit des Hundertjährigen Kriegs, braucht's Korn fürs Brot? Ich glaube, der Herzog von Burgund wird fasten, bevor er wieder kauft zu solchem Preis. Es war voller Rauschgrad. Mögt ihr den Geschmack? Also sehr ironisch bekommt also der Heerführer der Engländer, der kurz darauf stirbt, aber an Altersschwäche und an Kram um die Nase gerieben, dass er einer biologischen Waffe aufgesessen ist. Und das Bild in der Mitte zeigt ein Bild aus einem landwirtschaftlichen Ratgeber, wo also dem Bauern, dem Husbandman, das ist der selbstständige Bauer, nicht der leibeigene Bauer, empfohlen wird, im Herbst das Getreide zu reinigen, dass es im nächsten Jahr der Lolch nicht mehr drin ist. Lolch war im Übrigen auch in Grabbeigaben bei Tutanchamun schon dabei. Den Pharaonen hat man ja Getreide als Nahrung für das Jenseits mitgegeben und bei Tutanchamun und bei anderen Pharaonengräbern war dieses Getreide mit Lolch verunreinigt. Und in vielen Stellen spielen Ackerunkräuter eine Rolle. Ackerunkräuter zeigen dann oft ein vom Krieg verheertes Land, wie zum Beispiel König Lear oder in Heinrich dem V. Wie Sie schon vorhin angesprochen haben, Hamlets Vater wird mit Gift im Ohr umgebracht. Es wird ihm ins Ohr geträufelt. Einer, der viele Shakespeare-Dramen illustriert hat, war Johann Heinrich Füssli, der nach England auswanderte und sich Füssli nannte. Und der hat also viele Dramen illustriert und er zeigt hier ein bisschen merkwürdig mit nackten griechischen Jünglingen die Vergiftung von Hamlets Vater und der bekommt Hebenon ins Ohr geträufelt. Ich habe das hier im Original stehen lassen. Hebenon ist unbekannt. Was ist mit Hebenon gemeint? Und dieses Hebenon, das ist ein Destillat, das also mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit so schnell wie Quecksilber durch den Körper durchgeht. Also eine ganz zentrale Stelle in Hamlet und keiner weiß ganz genau, was Hebenon ist. Das erste Hebenon geht auf einen anderen Theaterautor der Zeit zurück, auf Christopher Marlowe, ein Konkurrent von Shakespeare, Mitbewerber von Shakespeare, Sie sehen gleich alt, aber sehr jung gestorben, ermordet worden, vielleicht vom Geheimdienst, also der Tod von Marlowe ist nie geklärt worden. Hat vielleicht für den Geheimdienst gearbeitet und ist da irgendwo einer Intrige zum Opfer gefallen. Und der hat eine Tragödie geschrieben über den reichen Juden von Malta. Und da vergiftet dieser reiche Jude von Malta ein ganzes Kloster mit einem Reisbrei, dem er Hebenon beimischt. Und was könnte das jetzt sein? Also zu naheliegend, und das ist die erste Übersetzung ins Deutsche von Schlegel und Tieck, da ist es Bilsenkraut. Bilsenkraut, warum Bilsenkraut? Das ist ein Nachtschattengewächs, das auch sehr giftig ist, das schöne Träume oder weniger schöne Träume macht, je nachdem, wie man das sieht. Und dieses Bild, eine alte Hexenpflanze, und dieses Bilsenkraut heißt eben Henbane. Henbane, Black Henbane, das schwarze Bilsenkraut, Henbane of Peru, das wäre der Tabak. Und es könnte also sein, dass mit diesem Hebenon ein Extrakt aus Bilsenkraut gemeint ist, funktioniert ganz sicherlich nicht. Also das wird nicht über die Ohrschleimhaut aufgenommen, das ist sicherlich Fantasie. Möglicherweise gibt Shakespeare selbst die Lösung parat. Er hat sich nämlich bei den Giften ganz selten festgelegt. Er hält sich da immer sehr im Allgemeinen. Vielleicht hat er auch Angst der Nachahmer. Und wenn Sie Hamlet kennen, wissen Sie, dass der Mord ja nochmal auf der Bühne vorgespielt wird. Und da ist es eine Sammlung von Kräutern, die mitternächtlicherweise wahrscheinlich am Galgenberg und bei Neumond gesammelt worden sind. Also das wäre das Bilsenkraut, links oben. Zur Auswahl steht noch die Eibe, die heißt in den nordischen Sprachen Heben, ja, oder Ebony. Das wird auch immer wieder diskutiert. Ebony, das ist Ebenholz. Das ist das Kernholz von
Diospyros ebenum. Und warum dieses Ebenholz? Das kommt aus Indien, das war ein ganz wichtiges Möbel- und Werkholz. Aber was soll das in dem Ohr von Hamlets Vater? Komm gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte ganz kurz noch erzählen zur Eibe. Die kommt auch mehrfach vor bei Shakespeare, einmal als Friedhofsbaum, Wortkulissen, und dann kommt sie als Gift vor. Da haben wir auch wieder ein Bild von Füßli, die Hexen, die den Hexentrank in Macbeth mischen. Und da haben wir eine typische Shakespeare-Geschichte, deshalb habe ich es in der Folie drin. Was ist in dem Trank drin? Liver of blaspheming Jew, gall and goat of slips of you. Das sind typische Shakespeare'sche Puns, das sind Spiele mit gleichklingenden Worten. Ich glaube nicht, dass er die Judenzunge im Kopf hatte, sondern dass er einfach genutzt hat, dass you und you, die Eibe und der Jude, damals gleich ausgesprochen wurden. Und solche Puns, die gibt es im Shakespeare'schen Werk oder auch in dem Werk der Autoren seiner Zeit ungeheuer häufig. Das muss das Publikum enorm erfreut haben. Und auch Shakespeare war ein Meister in diesen Wortspielen. Und deshalb habe ich also das nochmal gebracht, um das auch nochmal darauf aufmerksam zu machen. Ansonsten eben auch Friedhofsbaum, zum Beispiel in Romeo und Julia. Ja, eben Hebenon, eben, was könnte dahinter stecken? Jetzt kommen wir zu einem anderen Strang meines Vortrags. Und der hat sich so ein bisschen selbstständig gemacht. Denn da habe ich viele Parallelen zu unserer heutigen Pandemie gesehen. 1492 wird Amerika entdeckt und die Seeleute bringen Syphilis aus Amerika mit. Syphilis gab es wohl schon vorher in Europa, aber was es dann gab, war eine Variant of Concern, eine Variante, auf die man aufpassen muss. So würde man heute das sagen. Das war ein Stamm, der wesentlich virulenter war, der auch vielleicht die Europäer stärker betroffen hat wie die Ureinwohner Amerikas. Auf jeden Fall war der 1492 in Spanien. Mit einem Heer war er 1493 in Italien. Ein erfolgloser Feldzug. Die Söldner haben sich in Europa verteilt. 1494 in Frankreich. Und 1495, drei Jahre später, war die Syphilis schon in ganz Europa. Als spanische Krankheit, als die Pox. Also das wurde mit Pocken manchmal gleichgesetzt. Morbus Gallicus, die französische Krankheit, die deutsche Krankheit in Polen, French Disease, und der Name Syphilis, der kommt erst um 1530 aus einem Gedicht eines Italieners, der den Namen zum ersten Mal geprägt hat. Und das sind so die ersten Publikationen zur Syphilis. Und was war eigentlich die Ursache von Syphilis? Das war der Stand der Gestirne. Also wir haben eine Konstellation gehabt, wo Saturn und Jupiter im Sternbild Skorpion stehen. Skorpion regiert die Genitalien, Saturn steht für Vergrößerung und Jupiter für Tod. Das war also der Grund für den Ausbruch der Syphilis. Maria straft die Leute und sie sehen die Pusteln, die die haben. Mit Pfeilen, das Jesuskind straft die Leute, die Sünder, mit Pfeilen, und die Maria gibt die Krone dem Kaiser Maximilian. Auch der Albrecht Dürer bildet das ab, und Sie sehen auch das Horoskop vorne dran, bildet einen Syphiliskranken ab. Die Pest war damals natürlich wichtig, aber der Unterschied zur Pest war, dass man das kannte, dass man damit gelebt hat. Und die Syphilis war einfach neu und nicht behandelbar. Und jetzt kommen wir wieder zu den Barber-Surgeons. Die haben sich auf die Syphilis-Behandlung gestürzt. Und wie hat man die, Entschuldigung, jetzt müsste ich ein bisschen schneller machen. Ich gehe da vielleicht nochmal zurück. Wie hat man die behandelt, die Syphilis, beruhend auf der arabischen Medizin? Zunächst mal mit Quecksilber. Die arabische Medizin hat Hautläsionen grundsätzlich mit Quecksilber behandelt, also mit Quecksilberverbindung, Quecksilberdämpfen. Und Sie sehen hier so ein Fast-Tab, also ein Schwitzgefäß. Die Leute saßen drin mit entblößten Genitalien, Sie sehen das links unten, und es wurde Quecksilberverbindungen verdampft und die wurden also auf die Genitalien gebracht.
oder sie wurden mit Quecksilberverbindungen eingerieben. Auf jeden Fall mussten sie schwitzen und sehr, sehr viel trinken. Und das ist eigentlich eine der ersten Chemotherapien, die Behandlung mit Quecksilber. Die Leute genasen, wenn man sie früh genug behandelt hat. Also wenn das eine lokale Infektion war und noch nicht generalisiert ist. Generalisierte, ein Opfer der Syphilis sehen Sie unten links, eine Frau, Haarausfall, Knorpeleinbruch über der Nase, völliger Muskelabbau, krumme Knochen, das sind alles das, die Spätfolgen der Syphilis und die in England der damaligen Zeit sehr, sehr stark grassierte. Und plötzlich tauchte eine Wunderdroge auf. Die Wunderdroge war das Pockholz. Der Gott als Schöpfer hat die Übel gebracht und hat den Übeln auch gleichzeitig zugeordnet Hilfen. Man musste nur in dem Land, wo die Sachen herkamen, suchen und dann fand man auch Hilfen und das war das Pockholz. Das haben wohl auch die Indianer eingesetzt gegen Syphilis. Das Pockholz war ein ganz schweres, dunkles Holz, ähnlich wie das Ebenholz. Das wurde geraspelt, später in Gefängnissen. Die Leute in den Gefängnissen, das waren damals die Raspelhüser, die saßen im Gefängnis und mussten raspeln. Dann wurde es gewogen, abgekocht und dann musste der Patient das trinken. Der lag da hinten im Bett, eine Mütze drauf, damit er ordentlich schwitzt. Der Helfer hält schon den Nachschub an diesem Getränk und der Arzt, der Akademiker mit seinem Talar, mit seiner Mütze, hält dem Kranken ein Modell des kleinen Bäumchens vor. Und warum er das Ganze hat, das steht auf dem Bild auf der Zwischenwand von diesem wunderschönen Kupferstich aus Nürnberg. Das ist ein Bordell. Auf dem Bild an der Wand ist ein Bordell abgebildet. Und dieses Pockholz hat also die Kassen der Fugger gefüllt. Die hatten ein Monopol auf Pockholz, das wurde verkauft und sie haben hier einen Händler, der also Pockholz verkauft, davor steht ein Arzt mit seinen Patienten, der dieses Pockholz einkauft. Und einen Propagandisten für dieses Pockholz hatten die Fugger in Ulrich von Hutten, Reformator, Politiker, Freidenker, Revolutionär, Dichter des 16. Jahrhunderts. Und Sie sehen diese Verkaufsbank vor der Stadt, also der Händler verkauft das vor der Stadt. Und die Fugger haben sogar geschafft, dass ein Werk dieses Herrn gar nicht gedruckt werden durfte. Das ist Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus. Paracelsus hat empirisch, der war wohl auch syphiliskrank, festgestellt, dass das Pockholz überhaupt nichts nutzt und hat also dann ein Büchlein verfasst, das Holzbüchlein, das sollte in Nürnberg gedruckt werden, das haben die Fugger verhindert, das sollte dann in anderen Reichsstädten gedruckt werden, das haben die Fugger verhindert und erst Jahre nachdem das verfasst worden ist, ist es gelungen, dieses Holzbüchlein, wo Paracelsus letztlich ein Begründer der Chemotherapie dafür gesorgt hat, dass die Therapie auf die Basis der damals einzigen Therapie auf die Basis des Quecksilbers gestellt worden ist. Heute wird Syphilis mit Penicillin behandelt. Glücklicherweise ist das klassische Penicillin noch ohne Resistenzen. Das wirkt immer noch. Ja, ich glaube, ich sollte langsam Schluss machen an der Stelle. Ich habe auf 45 Minuten etwas gerechnet und bin also jetzt etwas am Zeitlimit angekommen. Nein, das ist gut. Da können wir hier auch Schluss machen. Ich wollte also den Bogen zu Hamlet jetzt noch spannen. Wir haben gelesen, dass es Hebenon ist, das heißt Ebony. Und dass wie Quecksilber durch den Blutkreislauf von Hamlets Vater rast mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und das ist möglicherweise
auch wieder ein versteckter Verweis, den nur die Zeitgenossen verstehen. Und das ist ein Problem, das wir heute mit vielen Stücken Shakespeares haben. Wir verstehen viele Andeutungen nicht mehr, dass vielleicht die Zeitgenossen verstanden haben und Hamlets Vater damit sagen wollte, dass er an Syphilis gelitten hat und dass er vielleicht an diesem Gift zugrunde gegangen ist. Denn an anderer Stelle wird schon deutlich, dass Hamlets Vater kein Kostverächter gewesen ist und doch ein sehr lockeres Leben geführt hat. Vielleicht ganz zum Schluss noch ein Hinweis über die, was ich Ihnen zu lesen empfehle. Das wäre die letzte Folie. Wer heute den Shakespeare lesen will, dem empfehle ich die Ausgabe von Frank Günther übersetzt. Der hat den kompletten Shakespeare übersetzt in seinem Leben, ist letztes Jahr im Herbst gestorben. Und die gängig gespielten Stücke gibt es bei DTV und die etwas weniger gängigen Stücke, zum Beispiel die Historien mit Ausnahme Richards III., gibt es in einer sehr schönen Ausgabe im Stauffenburg Verlag. Aber gehen Sie nicht nach dem Vortrag an Shakespeare so vorbei, sondern genehmigen Sie sich den ein oder anderen Theaterabend. In Wiesbaden wird morgen Lear uraufgeführt, also die neue Aufführung hat Premiere. Und oder genehmigen Sie sich mal einen Film, es gibt eine sehr schöne Hamlet-Verfilmung mit Ian Branagh, oder genehmigen Sie sich einen ausführlichen Leseabend mit einem der wunderbaren Stücke dieses englischen Autors aus einer fernen Vergangenheit. Vielen Dank, Herr Dr. Schneckenburger. Kommen Sie zu uns. Darf ich gerade losfragen? Ja, gerne. Stefan, du hast dich auf Shakespeare konzentriert. Ist das ungewöhnlich oder hätte ein Goethe auch so einen reichen Fundus an botanischen Referenzen? Also bei Goethe, das wäre vielleicht, das ist ein schlecht gewähltes Beispiel. Goethe hätte das wahrscheinlich auch gehabt. Aber Goethe war wissenschaftlich interessiert an Pflanzen und hat also wirklich botanisch geforscht, während Shakespeare auf einer ganz anderen Ebene an die Sache rangegangen ist. Was mir jetzt wichtig ist noch, zu sagen, der Shakespeare kannte die Pflanzen, aber er konnte erwarten, dass sein Publikum die Pflanzen kannte. Und das ist das Spannende bei der ganzen Geschichte. Das Publikum musste die Pflanzen kennen, denn ganz viele dieser Wortspiele, dieser doppelbödigen Witze oder Andeutungen versteht man nur, wenn man die Pflanzen kennt. Und das macht es heute so schwer für uns, den Shakespeare, oder für die meisten Leute, den Shakespeare zu verstehen, weil dieses Wissen, für was man dass Hemlock eine Giftpflanze ist, dass man Erdrauch bei geistiger Verwirrung eingesetzt hat, dass der Lolch Halluzinationen macht, das haben die Leute heute absolut nicht mehr. Das Einzige ist vielleicht doch die Alraune, die sie von Harry Potter kennen. Ja, oder Mandrake habe ich da gesehen, ja. Mandrake Root kommt in einem der Poplieder vor. Ja, genau, das gibt es bei Romeo und Julia und zwar in dieser gesamten Bandbreite des damaligen Wissens. Also er kennt das damalige Wissen wirklich in die Tiefe. Ja. Er kennt die Mythologie und er kennt das damalige Wissen wirklich in die Tiefe. Ist danach was verloren gegangen? Also haben wir Wissen verloren oder wurde das woanders angesiedelt? Wenn die Fugger das kommerzialisiert haben, als ein Beispiel, kann es gut sein, dass es von den Händen der Laien übergegangen ist in einen Wirtschaftszweig zum Beispiel. Haben wir da was verloren? Also, und wäre das Wissen von damals heute noch präsent und nutzbar? Also ich glaube, es wäre kaum noch nutzbar. Ich glaube, es ist kaum noch nutzbar. Es ist halt auch so, was Shakespeare arbeitet, ist halt das Wissen, dass ich weiß, wie eine Karotte aussieht. Heute weiß ich, wie eine geschnippelte Karotte in der Tiefkühltruhe aussieht. Heute, dass Shakespeare wusste, wie Senf aussieht oder wie Schierling aussieht. Ich habe bei uns in Rheinhessen, da waren an mehreren Böschungen die letzten Jahre so viel Schierling gestanden, da hätte ich die ganze Gemeinde vergiften können mit. Ich habe bei der Gemeinde angerufen und habe gesagt, das ist nicht ungefährlich. Da steht so viel Schierling, da könnte man ganz Niederolm mit vergiften. Ist nichts passiert. Es ist wirklich, es waren Tausende von Pflanzen. Ich hätte noch ein Bild von so einer Autobahnböschung dabei gehabt. Das war voll mit Schierling. Und auch hier ist jetzt auf einer Folie an der Straße. Es nimmt keiner mehr zur Kenntnis. Das Problem ist, dass man das mit Karotte verwechseln kann. Es hat keine Rübe unten. Also Kräutersammler würden
ziehen und sie würden keine Rübe rausziehen. Also könnte nicht mehr viel passieren, aber es ist trotzdem eine höchst gefährliche Giftpflanze, die im Rahmen des Klimawandels bei uns wieder häufiger wird, weil die eher so ein bisschen wärmeres Klima mag. Mhm. Und wenn Sie sich Pflanzen schon so lange ansehen, welche Entwicklung sehen Sie zu heute bei den Pflanzen? Wir haben vorhin ja von Herrn Professor Pauls einiges über Tiere, über Insekten gehört. Welche Entwicklung gibt es bei Pflanzen? Also in der Beziehung kann man einfach nichts sagen. Das sind einfach Wildpflanzen und Nutzpflanzen. Natürlich ist es so, dass wir heute, das ist vielleicht auch ein Aspekt, heute würden wir den Lolch mit Weizen kaum noch verwechseln, weil wir Hochleistungssorten haben. Und die Ähnlichkeit von Lolch mit Weizen war sicherlich in biblischer Zeit so groß, dass der Herr der Ernte sagen konnte, lasst stehen und rauft es erst aus, wenn es reif ist, weil der Lolch dann dunkel ist. Das Getreide bleibt hell, der Lolch ist aufgrund dieser Alkaloide dunkel. Lasst stehen und reißt es hinterher aus. Heute wird es keiner mehr drauf reinfallen, weil der Lolch viel, viel kleiner und zierlicher ist wie der Weizen. Wir haben den Weizen hochgezüchtet, wir haben den polyploid gemacht, wir haben den zu einem stärkeliefernden Riesentier gemacht und der Lolch ist halt so geblieben, wie er war. Wenn ich jetzt an Tarantino denke, dann denkt man einfach so wilde Wüste, Schießereien und Krimis. Aber eigentlich war das, was du geschildert hast von Shakespeare, viel dramatischer, tödlicher, blutrünstiger, gefährlicher, oder? Ja. Die gute alte Zeit hat es so wohl nicht gegeben, nee, oder? Nee, die hat es wohl nicht gegeben. Ja. Und ich meine, man muss das halt auch sagen, diese Geschichte mit der Syphilis, natürlich ist die über Bordelle verbreitet worden, ganz klar. Es gab in London in dieser Zeit etwa ein Bordell auf 100, 150 Einwohner in einigen Stadtvierteln. Das muss man sich mal vorstellen. Aber nicht nur das, Sie erinnern sich letztes Jahr Brasilien, Covid. Das fing in den armen Vierteln an und plötzlich war es in den reichen Familien, über die Hausangestellten. Und wie ist es in die reichen Familien Englands damals gekommen? Nicht nur über die Männer, die in Puff gegangen sind, sondern über die Ammen. Die Ammen haben sich bei ihren in den armen Vierteln an Syphilis infiziert und haben dann die Kinder, die sie gestillt haben, in den Häusern des guten Bürgertums und des Adels infiziert. Jetzt mal eine Frage ein bisschen zum Ausklang. Da war sehr viel Material drin in dem Vortrag. Du kennst mich ja, ich bin botanischer Laie, ich kämpfe dann immer mit den Details und vergesse das auch immer alles. Aber wenn man sich jetzt weiter fortbilden möchte, ich weiß, dass beim Städel zum Beispiel so ein Kräutergarten angelegt ist, angelegt an alte Bildmotive aus dem Städel. Was würden wir in Darmstadt finden? Könnte man da hingehen und gibt es da einen Shakespeare-Garten? Was kann man machen? Also wir hatten eine Ausstellung vor ein paar Jahren und da hatten wir also eine spezielle Shakespeare-Aufpflanzung gehabt, allerdings im Garten verteilt. Ja. Es ist einfach so, dadurch, dass das fast alles heimische Pflanzen sind. Es ist interessant, es kommen keine Exoten vor. Es gibt ja einige Stücke von Shakespeare, die in Ägypten, in Kleinasien, in Athen spielen. Es ist immer nur England. Es gibt keinen Wald von Athen im Sommernachtstraum. Es ist immer der englische Wald. Und insofern war diese Ausstellung ideal für deutsche botanische Gärten, weil wir praktisch unseren Bestand einfach nur zuordnen mussten. Wir hatten das dann halt entsprechend im Garten zugeordnet und haben gesagt, also das ist jetzt die rote Rose der Yorks und die weiße Rose der Lancasters und das ist jetzt der Günsel, der also den Waldboden bildet und das sind die Veilchen, die gut duften, die gut gegen Melancholie sind und so weiter und so fort. Also das könnte ich jederzeit aus dem Stand wieder machen, wobei man allerdings an die Jahreszeit da gebunden ist. Mhm. Wobei Sie in der Zeit, ich habe ein bisschen drüber gelesen, sehr viel Presse bekommen haben. Ja, ja. Deswegen ist es spannend, was Ihrem Nachfolger jetzt einfällt. Nachdem Sie den Job, ich glaube, 26 Jahre gemacht haben, ja, ja. Ist wahrscheinlich jetzt sehr schwer, Ihr Wissen da irgendwie zu halten. Er wird was ganz anderes machen. Muss er. Die Stelle ist auch anders designt worden. Das ist mehr dann so Anbindung an die Wissenschaft. Und das wird anders sein und es wird auch weitergehen. Ich hoffe, dass es weitergeht. Und mir ist es viel wichtiger, dass jemand kommt, der den Garten in die Zukunft bringt, als dass das, was ich gemacht habe, weitergeführt wird. Jetzt mal für den Privatanleger, der sagt, okay, ich habe jetzt keine Aktiengesellschaft-Tipps bekommen von Stefan Schenkenburg, aber spannend finde ich das Thema doch. Was würdest du ihm raten? Wo soll er hingehen? Was soll er sich anschauen? Welchen Artikel soll er lesen, abgesehen von den vorgeschlagenen Büchern? Ich
Ja, ich hatte damals einen Ausstellungskatalog gemacht, der war aber innerhalb von wenigen Tagen vergriffen. Okay. Da gibt es keine Neuauflage. Ich bin dabei, ein Buch zu schreiben zum Thema. Ich hoffe, dass ich das in diesem Jahr fertig bekomme. Das ist so ein bisschen die Zwickmühle. Wenn ich es dieses Jahr nicht schaffe, kann es nicht gemacht werden, weil dann der Zuschuss von der Uni fehlt. Und der Verlag macht es nur mit Zuschuss. Okay.